Ah, das heißt jetzt nicht, dass du sterben musst. Nur wenn es halt nichts anderes mehr geht. Das war dumm. Ja. Ich geb's persönlich zu, das war dumm. Das war nicht klug überlegt. Wenigstens ehrlich. Ja, scheiße überlegt. Cool, das klappt schon mal hier, der Anfang. Jetzt warte ich eben, bis das Vieh kaputt geht. Bis es explodiert. So ist es. Rennst du denn wieder nach links? Ja, weil ich muss so irgendwie den Viechern ausweichen. Nee. Nächstes Mal bleib ich da stehen. Mensch. Die anderen Forest of Illusion Wälder waren viel, Forest of Illusion Wälder. Forest of Illusion Level waren viel einfacher. Aber die hat man ja nicht gesehen, wie gut wir da waren. Hoffentlich sieht man das jetzt wenigstens. Am besten bleibst du da oben stehen. Also wenn du das nochmal machen müsstest. Ja, das wollte ich ja eh. Und dann warte ich. Stehen, dann rennen die nämlich von alleine in den Turm. Was habe ich als nächstes vor? Boah, das war auch wieder. Aber wenn gleich der Boss schon kommt, dann war es ja ziemlich kurz hier, oder? Im Prinzip ja. Hab ich so den Eindruck. Ich weiß nicht, das sind glaube ich genauso viele Level eigentlich wie überall anders, aber trotzdem fand ich irgendwie wenig hier. Bisschen mickrig. Haben sie keine Ideen mehr, oder was? Da kommen die drei. Ja. Was? Was zur Hölle? Hast du schon mal gesehen? Nee. Ein Blasenfisch. Dings. Hab's geschafft. Jetzt geht's nämlich da unten weiter. Achso, nein, musstest du nicht machen. Roy! Soll ich zu Roy oder soll ich das nochmal schaffen? Nee, geh zu Roy. Wenn wir nur noch ein Leben haben, zwei Leben, dann speichern wir die sicherheitshalber. Ja, das sollten wir sowieso gleich mal tun, auch wenn wir jetzt nur ein Level freigeschaltet haben. Aber sicher ist sicher, ne? Ja, wenn wir schon mal vor dem Boss stehen. Oh, guck mal, alle so Ludwigs-Level hier so. Das ist scheiße, du musst auf den Dingern bleiben. Ja, ich kenn das. Das ist manchmal echt scheiße schwer. Und manchmal gehen die dann nach unten und dann wieder nach links, so wie jetzt. Siehst du, genau das meinte ich. Ich kenne schon so ein bisschen die Struktur hier. Gleich kommen auch noch runterfallende Dornen. Aber sehe ich dann, oder? Wenn die kommen. Sicher dann! Gut. Och, komm jetzt mal wieder gerade hier. Was springst du da rein? Warum bin ich gesprungen? Ich mache mich gleich schon mal auf den Weg zum Speichern. Nee. Sicher ist sicher. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Das ist zwar Tetris-Musik, doch das ist jetzt egal. Da sind wieder diese Chinesenblöcke, ne? Ah, das hatten wir ja schon als Thema. Guckt euch Part 5 an, wenn ihr mehr darüber wissen wollt. Oder muss ich aber selber nochmal gucken. Chinesenblöcke? Ja, darüber haben wir schon geredet. Das weiß ich noch. Aber... das war, glaube ich, nicht Part 5 unbedingt. Ah, die Dorn, meinst du? Aber jetzt fällt noch... Ah, der fällt runter, guck mal! Siehst du den? Genau den meinte ich. Die sind so markiert, das sieht man. Schrei bitte nicht nochmal, sonst spring ich... in die Dorn rein. Ich sollte dich schreien, damit du nicht da reinspringst. Ach komm, einmal noch. Einmal noch. Dann gehe ich aber auf jeden Fall. Oh, dann darf ich mal nicht sterben im Geisterhaus. Ja, du müsstest Roy jetzt besiegen. Ne, das schaffe ich jetzt auf keinen Fall. Ich weiß noch nicht, was man da machen muss bei Roy. Ich weiß es leider auch nicht mehr. Ja, siehst du. Aber ich weiß, wo es danach hingeht.
Leckere. Ja, hier ist alles lecker. Vanille, Schoko, Donut. Ja, Schoko kommt jetzt erst. Achso, sind wir noch nicht bei Schoko gewesen? Das, Mann. Puh, ich bin gut. Sprache von Bart von den Dornen. Ach. Die letzten Worte eines Mario-Spielers. Guck mal, ich bin gut. Mann, du hast recht. Ich geh speichern. Okay, dann geh du speichern. Dann quäl ich mich da weiter. Können wir das jetzt mal hier irgendwie mal kurz vorspulen? So, jetzt geht's wieder weiter. Wir sind aus dem Zeitraffer wieder in der Realität. Hallo! Und jetzt geht's total ab hier. Zu Roy. Auf direkten Wege zum Roy. Zu Roy. Über den Lavasee zu Roy, genau. Erinnert mich irgendwie an ein anderes Spiel mit Lava. Ja? Welches? Ja, da kann man Lava in so Eimern mitnehmen. Ah, zum Beispiel. Gibt's auch solche Blöcke, ne? Ja, genau, da gibt's auch solche Blöcke. Wieder geschickt die Überleitung. Schleichwerbung auch so ein bisschen, ne? Uah! Du musst schon aufpassen. Ja, ich habe gerade auf die beiden Flammen geguckt, was die machen. Weil das war ein bisschen anders als sonst. Nee. Das war interessant. Muss ich wieder zurücklaufen. Ich lege jetzt ein... Wo? Ach so. Das haben wir gezeigt, als wir das hier bei der einen Aufnahme. Gezeigt haben. Wir haben ja gezeigt, was in der Röhre ist. Das war nicht jugendfrei, deswegen dürfen wir das nicht zeigen. Stimmt, ja, was man auch sehen kann. Alles. Nein, eigentlich ist da ja nur Bowser's Castle. Aber wir können da nicht hin, weil man ist da so oben und da ist so eine Star Road und so. Nichts Interessantes zeigen wir vielleicht nochmal irgendwann, ne? Hier kein Seil oder so runter. Nee. Da steht man nur auf der Klippe. Das geht ja nicht. Jetzt schaff das! Komm schon! Sag mir bitte sowas. Das war cool. Das war Skill. Das ist Skill. Das ist Skill. Jetzt wieder links und jetzt wieder rechts. Und in Zickzack hoch. Zickzack, 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 Flamme. Ja, jetzt geradeaus durch. Du musst mir den Weg nicht sagen. Okay, dann bin ich jetzt ruhig. Ist doch selber. Ich will's nur nochmal erläutern. Boah! Das war jetzt fies. Das direkt auf den letzten Block fällt. Egal, wie man gespeichert. Hurraja! In Türmen sind nie Checkpoints, ne? So war es ja. Jo. Ist auch dämlich. Das sind zwei Räume vielleicht. Na, Boss. Ja, hoffentlich. Jetzt reicht hier schon. Checkpoint vom Boss zu setzen. Das Spiel enorm leichter machen. Aber immerhin, wir kommen relativ gut voran bisher. Ja, auch heute. Das muss ich wirklich, da muss ich zustimmen. Vier, wenn es auch nur ein bisschen ist. Koopas Belief? Nee, das wäre doch Koopas Belief. Ich weiß nur nicht, wie lange wir aufnehmen. Und ich konzentriere mich gerade ein bisschen. Wieder einfach für dich. Vier von den Dingern. Ja. Ich glaube, da war der Boss. Renn einfach mal in die. Macht ja nix. Nö. Wie viel fehlen denn jetzt auch? Wie viele Bosse? Wir sind jetzt bei 5.
weiß ich nicht, gibt's wieder acht? Acht Welten sozusagen? Acht Bosse, letzter Boss ist Bowser, also sieben, also noch zwei. Ja genau, warte mal. Ne, es ist Roy. Es kommt noch diese Wendy, oder wie die heißt. Genau, Wendy kommt mal. Das sind dann sechs. Vielleicht sind es aber nur sechs. Und Bowser dann, sieben Gegner. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, wie lange wir aufnehmen. Hast du dazu gerade was gesagt? Ich habe mich so konzentriert. Nein. Ich hab alles an. Gut. Ich hab alles andere ausgeschaltet. Ja, da. Das ist eine effektive Beschränkung deines Laufweges. Die sogenannte Flammus Nervus. Da war ja drei Blöcke hoch. Ich dachte, ich könnte auch springen.